Quietsch. Das werden wir dann morgen. So, sehr gut. Was ist? Die Fahne hängt so, als wäre nicht mit meiner Ankunft gerechnet. Das ist sehr schlecht. Da, hopp! Was hast du? So. Oh, das freut mich aber, dass Sie schon da sind. Ich stelle Ihnen jetzt gleich jemanden vor. Witze kannst du strachen. Strachwitze. Ja, Strachwitze. So, setzen wir uns hin. Wer hat das Bild verkehrt aufgehängt? Was soll das? Ja, das hängt verkehrt. Das schaut fast so aus, als hätten wir gestern Abend eine urwilde Party gehabt. 40 Aspirin, bitte. Aber, nein, wir haben natürlich ernsthaft vorbereitet alles für Sie. Ja. Und wir haben uns was ganz Besonderes überlegt. Ja, ein Programm? Ein Programm, naja, eigentlich mehr ein Geschenk für Sie. Etwas, was Sie wahrscheinlich nie haben, nämlich Freizeit. Wir legen uns ein bisschen aufs Sofa, spielen Playstation. Was? Trinken viel Wasser. Das klingt so, als hättest du das jetzt erst erfunden, ne? Nicht vorbereitet? Naja, also, ich weiß, wer immer was vorbereitet, komm mal mit, wer immer was vorbereitet hat, das ist, ich bin eigentlich der mächtigste Mann im Staat, aber es gibt einen, der steht rein formal über mir da drüben, der Bundespräsident. Ja, gehen Sie zu dem. Es wirkt so, als wäre ich hier unerwartet. Niemand beachtet mich. Hä? Niemand beachtet mich. So. Ja, was ist hier los? Ja, ich beachte Sie aber ich habe ja erst in 3 Tagen mit Ihnen gerechnet. Sie sind zu früh. Und ich muss heute ins Museum. Ich habe einen Termin. Museum? Können Sie mitgehen? Langweilig. Ich habe einen Überraschungsgast mit, Präsident Putin. Ja? Und nachdem wir uns vorher verplaudert haben, weiß ich jetzt gar nicht, wie spät es ist oder was das Programm heute ist. Vielleicht steht es vorne bei Ihnen am Schild. 3 p.m. steht bei mir. Was steht bei mir auf dem Schild? Die Erektion zu groß, Erektion zu groß. Hüstel. Wenn Sie da so frivole Witze machen und sich nicht an den Zeitplan halten, können wir gleich den Trump einladen nächstes Mal. Sehr gut, in einem Monat komme ich wieder mit Trump. Quietsch, morgen, quietsch. Das werden wir dann morgen